Willkommen, ihr Lieben, bei einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem wieder da gewesen Thorsten. Ja, es ging mir Ostersonntagabend nicht so gut, deswegen kam kein Livestream, beziehungsweise ich konnte, ich konnte eher schlecht mich irgendwo hinsetzen, denn wir haben uns hier, also zumindest zwei Leute, haben sich hier abends so ein bisschen im Magen verdorben und das Essen lag mir wirklich fürchterlich schwer im Magen, kann ich euch sagen. Ich habe mich dann irgendwann hingehauen, bin eingepennt, habe meine Angriffe verpeilt. Alles zeitlich, ich bin dann irgendwann in der Nacht oder so um 11, halb 12 bin ich wach geworden. Dann ging es mir auch wieder ein bisschen besser, so will ich es mal sagen. Aber trotzdem, ich habe, also wenn ich abends nicht mal mehr ein Bier schaffe, dann ist schon schlimm. Aber egal, wir wollen hier heute mal zu den grünen Teufeln kommen. Und ich bin ja aktuell auf dem Donnerbengel-Account, auf dem war ich jetzt die letzten Tage so ein bisschen weniger. Deswegen kommt heute mal so ein bisschen wieder was frisch Rathaus 10 hier rein. Und ich habe es mir zu Herzen genommen. Ich nehme jetzt immer mal wieder so ein paar Pülleken, bis sie dann wieder alle sind. Sonst, ihr seht das hier, ich habe mir die Clanspiele auch hier noch nicht abgeholt. Aber ich habe schon so ein paar Pullen eingeworfen, sodass wir sinnvoll hier, denke ich mal, ein bisschen was machen können. Und ich würde aber sagen, ich haue jetzt erstmal die Armee hier raus. Und ich habe auch gesehen, die waren hier ganz, ganz fleißig im Clankrieg. Und es war dieses Mal, den können wir gleich mal mitnehmen. Dann habe ich die schon mal weg. Und dann lohnt sich dann gleich auch der nächste Trank. Muss mal eben gucken. Luftabwehr. Ich glaube, wir machen die, ja, in der Hoffnung, wir kommen bis da hinten hin. Wir machen die hier hinten mal weg. Ich glaube, zwei Blitz reichen da ja nicht bei der. Ah doch, da reichen noch zwei Blitz von Rathaus 9 Marke. Okay, dann können wir uns die hier hinten eigentlich auch nochmal wegmachen. Dann machen wir uns mal, ja, machen wir uns mal diese hier weg. Machen wir uns mal die hier weg und kämpfen mal ein bisschen gegen die Feger. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Einmal den Hund hier reingebracht. 1, 2, 3, 4. Der Hund, die Hunde haben jetzt einen ziemlich weiten Weg. Was habe ich denn eigentlich in der Clanburg? Ah, okay. Da habe ich auch Loons drin. Okay. Dann können die hier jetzt mal so ein bisschen. Ja, ich muss die Loons ein bisschen in PS bringen, dass die ein bisschen was wegmachen. Hier unten schlummert nämlich noch eine Queen rum. Das ist nicht so gut. Ich lasse hier mal King und Queen. Queen kann ich mal auf der Seite starten lassen, das ist egal. Dann auf der unteren Flanke hier versuche ich jetzt so ein bisschen mit dem King meine Truppen hier in der Base zu halten. Das heißt also, dass die Drachen jetzt nicht rausfliegen zu den Lagern. Genau das gleiche mache ich auf der gegenüberliegenden Seite. Die Feger nerven mich da jetzt zwar ein bisschen, aber der hat natürlich seinen Loot auch komplett mal wieder außenrum hier. Und dann fliegen die jetzt nicht ganz, ganz raus, sondern können hier immer noch die Bahnen abfliegen. Ihr seht das hier jetzt gerade hier unten. King und Queen können, da oben der Feger ganz alleine, können mir jetzt ruhig drauf gehen, das ist nicht so schlimm. Hier unten habe ich jetzt noch ein bisschen Elex, ja, passt auf jeden Fall. So kriegen wir es hier in jedem Fall hin und ich freue mich natürlich, dass es das Kobold-Event gibt. Ich habe jetzt bisher ganz, ganz wenig mit den Kobolden angegriffen, lag halt daran, dass ich jetzt vor allen Dingen am Ostersonntag so einen ziemlich clashfreien Tag dadurch hatte, dann auch noch abends. Denn tagsüber waren wir schön weg. Ich hoffe, ihr habt auch das super Wetter genossen und wart schön mit euren Liebsten irgendwo draußen. Wir hatten wirklich einen chilligen Abend, Nachmittag. Ich wollte erst ein bisschen was posten auf Instagram. Wir waren in Bad Essen, so ein bisschen so in den Gebirgen da. Ich meine, das ist jetzt nicht hoch, aber man kann dort super so ein paar Pfade abwandern und haben unsere Leckereien selber in der Kühltasche mitgehabt. War auch ganz nett. Schönen Kuchen, bisschen Kaffee. So wie man das halt als Familie macht. Und war aber wirklich sehr, sehr, sehr schön, muss ich sagen. Viel gelaufen vor allen Dingen. Ich meine, das war jetzt aber nicht immer nur so, ne? Also es ging schon nach oben. Wir waren auf so einem Aussichtsturm. Aber dennoch hat das jeder irgendwie so überstanden mit manchmal auch mit ein bisschen Nölereien, ne? so wenn du dann da gehst, ihr kennt das sicherlich, du gehst irgendwo im Wald und dann kommt eine Kurve und dann geht's so wieder leicht ansteigend und du hast es ja vorher nicht gesehen, dann kriegst du schon mal die Krise, wenn du irgendwo das Ende nicht siehst, aber das Ende war natürlich irgendwann mal da. Wir hauen hier jetzt mal wieder einen Trank rein, nämlich ihn hier benutzen. Also ich hab mir jetzt schon ein paar abgeholt, ihr braucht nicht zu denken, dass das hier immer noch 5-5 ist. Und bauen jetzt mal eine nette Armee nach. Ihr seht das hier, oh, ich habe schon 235 Truppen, geil. Ey, da ist ja bei mir ein Lager fertig gewesen. Ich habe immer noch nicht 240 Truppen, das dauert halt noch ein bisschen. Nehme natürlich jetzt hier die ganz, ganz vielen Walküren. 9 Stück hatte ich, glaube ich. Ich meine, ich hatte immer 2 Golems dabei.
was nehmen wir hier immer mit? Also ich versuche mal die Events immer so zu spielen, dass ich vor allen Dingen diese hier, wenn ich zeiteng bin, so ein bisschen so zu machen, dass ich beides irgendwie kriegt man ja beides hin. 6 Mauerbrecher, 5, 6 und ein paar Magier, 10 Stück waren das, glaube ich jetzt, ne, 10. Einmal den hier und was hatte ich da noch? Ein Babydrachen, okay. Zauber, zack, zack, zack. Ich nehme im Moment noch keinen, kein Zauber, kein Freeze-Zauber mit diesen Accounts. Da ist mir der einfach ein bisschen zu low. Vielleicht nehme ich den dann lieber in der Clanburg oder so mit, aber ich fordere jetzt erstmal ein paar Truppen an. Und beziehungsweise, ja, einmal Boden. Boden. Bitte. Na, es wäre jetzt egal, wenn ich jetzt Luft reinkriege. Okay, jetzt habe ich Luft reingekriegt, alles klar. Ist nicht so schlimm. Aber man hat mich darauf aufmerksam gemacht, der letzte Clankrieg, ihr wisst, ich bin hier immer noch bei den Disables. Der letzte Clankrieg war Hölle spannend, denn das, noch ist das Kriegslog. Das Kriegslog wäre fast rot geworden. Ihr seht das, 72, 71, 98, 40%, 98, 36%. Alter. Das war so spannend hier und ich habe es jetzt im Nachgang gesehen, die Leute haben mich hier so ein bisschen drauf aufmerksam gemacht und der letzte hier, die Nummer 3 vom Gegner, 99% auf den Mad Max hier, das war schon sehr, sehr knapp, aber ich hatte mir hier ein, zwei Angriffe rausgeguckt, zumindest von dem Team hier, ich glaube es war hier unten der, war es der hier unten, ich glaube es war er hier auf die, ah ne, nicht auf die, entschuldigt bitte, nicht auf die Schnitt. Schnitt. Nein, ich schneide das nicht raus. Ich lasse das einfach so laufen. Es war auf die Nummer 22 hier. Der Angriff mit Witchlap hier, beziehungsweise ja, so ein bisschen so wie ich im Moment auch loseier mit meinem Rathaus 9. Ich habe ja jetzt nur, ich habe noch 2 oder 3 oder 4, weiß ich gar nicht. Mit 3 Golems, die hier einfach so ein bisschen so durch die Base latschen, denn vor allen Dingen der Golem hier in der Mitte hat ein super Passing eigentlich, der geht ja jetzt erstmal von Dev zu Dev, die nächste hier wäre jetzt hier unten der Magier-Tumor und die Truppen werden jetzt so ein bisschen angezogen, natürlich gerade der King von der Bogenschützenkönigin und so treibt es natürlich jetzt auch so ein bisschen die Queen hier schon mal rein, so ein paar Außengebäude klären. Einmal kurz, da seht ihr das, mit einem Max Freeze in der Clanburg. Einmal nochmal den Drachen hier weggefriest, damit der jetzt nicht ein einziges Mal zum Schuss kommt, denn der hätte jetzt alle Bowler hier weggeratzt. Überhaupt kein Problem, aber der Rest geht hier immer so stetig durch. Vor allen Dingen der Mittelgolem hier hat ein richtig gutes Passing gerade und der springt jetzt wirklich von Defensive zu Defensive. Die Queen meint, sie müsste jetzt da oben lang gehen und müsste den Golem unterstützen. Okay. Es sei dem Angriff gegönnt, so muss ich mal sagen. Super, super nochmal hier durchgesprungen in die letzten Compartments. Und ihr seht das hier, der mittlere Golem immer noch dabei. Immer noch dabei, also richtig krasser Tank hier. Ich hatte heute mal wieder bei uns mitbekommen, wenn Leute Tanks fordern oder einen Tank fordern, dass sie nicht wissen, was das ist. Also das sind Truppen mit besonders viel Heal Points, also mit besonders vielen Lebenspunkten. In der Regel sind das dann Golems und Riesen für die Bodentruppen und der Lufttank ist der Lavahund, gar keine Frage. Können natürlich auch mal Drachen sein, die können ja auch tanken für Ballons oder so. Aber Bodentanks sind hier halt die Golems und die Riesen. Aber schön gemacht hier, schönes Ding, muss ich sagen. Hat mich auch gefreut, als ich habe es heute erst so ein bisschen im Nachgang gesehen, denn ich hatte den Donnerbengel hier so ein bisschen aus den Augen verloren. Aber jetzt bin ich heute mal wieder auf dem Account. Ich freue mich auch, dass ich ein bisschen Rathaus C machen kann und dass wir hier so ein bisschen zumindest mit den grünen Kobolden was machen können. Gut gedefft hier, vor allen Dingen im 10er-Bereich. Richtig, richtig krass. Aber ihr seht das hier, der Gegner hat auch gut abgelanzt hier oben. Also Hut ab. Starker Gegner und das sind eigentlich die etwas besseren oder die etwas schöneren Clankriege, die so ganz knapp sind. Auch wenn du knapp verlierst. Auch wenn man knapp verliert, finde ich zumindest, ist das sicherlich wesentlich spannender, als wenn du so Clankriege hast. Ja, wenn ihr mal so in unser Log reinschaut, dann sind da auch ein paar Clankriege bei, die waren auch sehr langweilig, wo der Gegner dann irgendwo, was weiß ich, beim 65-7 schon aufgegeben hat, weil er vielleicht dann auch gesehen hat, es bringt nichts. Aber ich finde trotzdem, sollte man immer die Clankriegsangriffe machen, schon allein für die Erfahrungspunkte, für die Punkte, die es auf die Basis gibt. Ich meine, das sind dann letztendlich die Punkte, mit denen der Clan auch levelt und man selber natürlich auch immer ein bisschen übt.
Und wenn es dann halt ein Einsterner wird oder ein Nullsterner, man hat etwas getan, so will ich es mal sagen. Ich meine, ich habe meinen Angriff jetzt einmal verpennt mit dem Avatar. Dadurch habe ich womöglich sogar den Sieg verpennt. Das weiß ich nicht genau. Ich hätte einen starken Elfer angreifen müssen. Aber auch das ist nicht so schlimm. Ich meine, ich habe es ganz, ganz klar gesagt, Leute, ich habe verpennt und tut mir leid. Ich kann auch nicht mal sagen, kommt nicht wieder vor. Es kann immer mal wieder was vorkommen. Denn am Nachmittag hätte ich den Angriff ja auch schon machen können. Allerdings gibt es ja auch ein paar Gegenden, da hast du mal kein Internet, ne? Da hast du mal gar nichts. Und die gibt's nach wie vor zuhauf hier in Deutschland. Oder aber du sitzt irgendwo in der Wallachhutten und willst es nicht unbedingt angreifen, weil du nicht genau weißt, oh, du guckst auf Handy. So ein 4G habe ich hier nicht. Ich habe hier so ein 2E oder was oder ein H+ oder sowas. Sehr vage, sehr vage. Da bin ich dann auch nicht der, der dann sagt, ach komm, ich mache meinen Angriff egal. Und dann hast du mit mal einen Verbindungsabbruch, weil die Leitung denn doch nicht reicht. Das ist mir dann auch ein bisschen zu heikel. Aber ich schön gemacht hier der Doge auf die Nummer 16, 15, 16, 10 auf 10. Mal sehen, ob ich auch so ein guter Zehner werde mit dem hier. Ich habe schon ein bisschen. Also ich bin nicht der gute Rathaus-10er-Angreifer gewesen, muss ich sagen. Mit meinen Rathaus-10 habe ich mich immer gequält. Aber dazu zu den Zeitpunkten vielleicht die Truppen noch nicht so gut und mittlerweile hat es ja viel getan. Du kannst die Truppen heilen, während sie im Inferno-Strahl stehen und so weiter. Aber so mit meinen Rathaus-10er war ich nie so richtig, da war ich auch nie so richtig glücklich, muss ich sagen. Jetzt hat er hier noch eine Queen, hat aber jetzt noch ein defensives Gebäude und da kümmern sich gleich ein paar Hawkrider rum. Hoffe ich mal. Ah, die hoppeln erstmal woanders hin, okay. Aber es ist das letzte Gebäude, ihr seht das. Beziehungsweise hier ist noch ein, ja, hier ist noch eine Queen. Da ist noch eine Queen. Er hat jetzt noch einen grünen Teufel hier. Und ja, dann ist das hier auch schön gewesen, finde ich zumindest. Und wir sehen jetzt erstmal zu, dass wir mit unseren Grünteufeln jetzt auch mal ein, zwei Angriffe machen. Das sind dann auch nur Truppenvorschläge. Die könnt ihr dann auch wieder runterbrechen auf kleinere Rathäuser. Holla! Alter, das ist mal Loot hier. Donner, Donner, Wetter. Okay, den können wir mitnehmen. Und ich habe leider doch Lufttruppen drin, aber das ist nicht so schlimm. Ich hatte eben ja, habt ihr ja, glaube ich, noch gesehen, ich habe ein bisschen zu spät dann den Dreher gefunden, dass es denn doch nicht Luft sein soll. Aber ich glaube, wir lassen die Clanburg einfach hier mal raus. Hier auf der Ecke lassen wir die schon mal raus. Und dann machen die vielleicht schon mal so einen Magierturm da. Schaffen die da so einen Magierturm gegen den Feger? Ah ja, so ein bisschen packen die ja. Okay, so ein bisschen packen die. Dann gehe ich hier mit meinen restlichen Truppen jetzt rein. Einmal den King hier vor allem entgegen. Ich nehme mal eine Walküre hier, dass die auch schon mal mit so ein bisschen auf den King geht. Und mit meinen Mauerbrechern gehe ich da unten ganz gut rein. Das sieht noch ganz gut auf. Aber ich muss hier jetzt, ich cleare jetzt, ich funnel jetzt mal so ein bisschen mit den Goblins, mit den Kobolden. Ich will mal beim Deutsch bleiben. Und dann springen wir hier mal rüber. Nicht, dass es da jetzt ein Vertun gibt. Wir müssen irgendwie in die Base rein. Das wäre ganz nett, denn wir müssen ja gewinnen. Wir müssen nach wie vor wieder gewinnen. Die können sich hier jetzt durchschnitzen, hoffe ich mal. Ich hoffe mal nicht, dass sie nochmal jetzt zurückrennen. Ah, nee, da sind sie jetzt schon durch die Mauer durch. Da ist ein bisschen mehr jetzt, was da an Verteidigung reinkommt, okay. Aber den ganzen Loot wollen wir natürlich in jedem Fall mitnehmen. Und ich weiß jetzt gar nicht, wo sind meine. Habe ich denn da noch? Ah, ja, okay, so ein paar habe ich, ein paar Walküren, meinte ich jetzt. Ich kam mal wieder gerade nicht auf den Namen. Einmal hier den Bombenturm weggemacht. Und hier kann ich den Bombenturm, glaube ich, auch mal tanken. Hier einmal noch den Wut rein und die Lage hier außen will ich in jedem Fall kurz mal mitnehmen. Aber also so geht es. Ja, so geht es. Ihr seht, der ist auf Null. Und manchmal mache ich so, manchmal mache ich es auch so, dass ich wirklich mit den Kobolden volle Pulle reinstürme und gar nicht die anderen Truppen mitnehme. Aber die grünen Teufel, auch hier seht ihr das wieder, die sind immer noch dabei und sind immer noch nass auf die leeren Lager. Naja, sei es drum, wir haben ja jetzt schon die 80, 70% hier geholt. Mehr geht hier jetzt sowieso nicht. Und ich denke mal, ist ganz annehmbarer Loot. Hier in der Kristallliga, Kristall 1 bin ich im Moment. Ich glaube, so Kristall ist auch immer wieder eine Frage. Ist, glaube ich, so eine ganz nette Liga, um vor allen Dingen hier zu farmen. Aber ich habe jetzt festgestellt, mit allen Accounts irgendwo, egal ob das ein Rathaus 7 ist oder mein 12er auch ist, Kristall ist im Moment eine coole Liga, muss ich sagen, zum Farmen. Und den haben wir auf jeden Fall schon mal nett reingebracht. Oh, den Bonus auch noch mit reingefahren. Super. Ich habe die Armee hier, ich könnte sie jetzt auch hier bauen. Allerdings
habe ich hier jetzt mal wieder einen. Ah ja, okay, Gift wieder nicht genommen. Den sollte ich mal auch immer mal auf die Helden ballern. Ich kann es jetzt hier in der Schnellausbildung machen, aber auch als kleiner Tipp. Ich habe hier unten die Armee 2 hier und die kann man auch irgendwo, irgendwo konnte man die auch umbenennen oder nicht. Irgendwo, manchmal finde ich auch die Punkte nicht mehr. Ach, da konnte man das machen, genau. Die kann man auch natürlich Armee nennen und dann hat man die hier in der Schnellleiste. Da kann man dann ja immer noch mit den Zaubern so ein bisschen kummeln. Die Zauber habe ich hier in der Regel nicht mit drin. Man kann sie hier natürlich tauschen, kein Thema. Also die grünen Kubis hier nochmal genommen und so ein bisschen, glaube ich, kann ich hier jetzt schon nehmen. Hier, da seht ihr es, ich habe auch schon ein bisschen genommen. Hier hinten die beiden Bauarbeitertränke in jedem Fall. Trainingstränke. Ah, da geht noch was, da muss ich nur einen verbrauchen, würde ich sagen, denn hier hinten nehme ich das Gold oder die Gems. Schauen wir mal, zwei Bobs können wir schon wieder auf die Reise schicken hier. Ich habe schon ein bisschen was nachgebaut, nämlich, also erstmal habe ich eine 10er-Base gebaut, das seht ihr. Die ist jetzt so, wie ich sie eigentlich mal hatte. Ich habe noch alte Screenshots gefunden und dann passt das hier so. So, einmal Boden, Bodenwut geht nicht, ich weiß, Bodengut. Bodenwut geht nicht, habe ich mich auch belehren lassen. Ja, ich bin es auch so gewohnt von dem Elver, dass ich immer Wut anfordere. Und das ist jetzt eine 10er-Base hier. Die habe ich jetzt erstmal gebaut und wir haben den nächsten Bob in einem Tag, 16 Stunden. Dann habe ich auch alle Armeelager fertig. Das ist echt krass. Jetzt habe ich drei Bauarbeiter frei. Ich wollte jetzt einmal, so zweimal noch mit Gold eigentlich was machen. Ich baue die Sachen nach, die erstmal noch nachkommen müssen. Nämlich einmal den Bogenschützenturm und hier hinten die Kanone, die soll mal aussehen wie eine Kanone, das ist immer noch keine Kanone, ist immer noch ein Kanönchen, das macht aber nichts, das Gold ist hier gut aufgehoben, das nehme ich wahrscheinlich dann hier für ein Inferno oder so, jetzt für den dritten, aber ich wollte auch noch ein bisschen was mit Elex bauen, wahrscheinlich eine Kaserne hier weiter, oder aber vielleicht ist der Bohrer hier hinten nützlicher, denn das Dunkle brauche ich dann ja doch ein bisschen mehr, ne? Ich glaube, wir nehmen... Ja komm, einen Tag, wir nehmen den auch. Dann habe ich alle drei Bauarbeiter wieder weg. Dasselbe muss ich nachher mit dem Alex auch nachmachen. Kurzer Cut, nächster Angriff. Ach, ich habe heute nette Gegner. Ich habe heute nette Gegner. Es dauert zwar immer ein bisschen mit der Suche, aber dann werden die schon ganz nett, muss ich sagen. Und schönes Ding hier, schöne Offline-Base vor allen Dingen wieder. Ich glaube, in den Ligen hier findest du immer mal wieder so eine Offline-Base. Und wo du hier mit dem Mauerbrecher reingehen kannst, weil da keine Bombe mehr liegt. Ja, wunderbar, da können wir reingehen. Dann können wir hier, glaube ich, jetzt auch schon die Helden reinschicken. Die können jetzt nicht mehr woanders. Ich muss mit der Clanburg noch ein bisschen warten. Ich nehme jetzt auch mal den hier mit und 1, 2, 3, 4, 5, ganz, ganz viele Valkyren. Einmal hier gesprungen und auch hier der King zieht jetzt meine Truppen, also der gegnerische King, zieht so ein bisschen meine Truppen an. Jetzt nehme ich aber doch mal den Gift hier für die Queen in der Mitte. Da sind jetzt auch nicht ganz so viele Valkyren noch hingegangen. Und den nehmen wir mal einmal hier. Wo haben wir hier jetzt noch ein paar Truppen? Hier haben, die Valkyren sind wirklich, also aus der Ansicht, die sind wirklich, wirklich klein. Ah, fast den King vergessen. Ich habe den King vergessen. Und aber auch diese Base hat hier wieder, ja, hat hier auch mal wieder die Masse. Alles außen, oder fast alles außen. Aber jetzt passt mal auf, jetzt kommt meine Clanburg noch. Ey, ich habe nämlich echt geile Hocks dabei. Ich hab zwar jetzt keinen Heilzauber dabei, aber das ist nicht so schlimm. Die können hier sicherlich nochmal so ein bisschen für Trouble in den Lagern sorgen. Und jetzt kommen meine Kobolde wieder ein bisschen oben gesetzt. Die gehen jetzt nach unten. Schade, die Queen steht mir da leider am Dunklen. Und der Babydrache ist aber noch dabei. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ah ne, das Dunkle haben wir gekriegt. Perfekt. Perfekt. Super Sache. Jetzt haben wir noch ein paar Kobis. Die wollen hier jetzt nochmal in die Base rein, aber die werden das nicht packen. Ich werde sie in jedem Fall setzen, sonst zählt das nicht als Punkt. Ja, also bloß nichts überlassen hier. Dann hast du das Event verkackt, sage ich mal. Ah, der Hockreiter, komm. 1, 2, 3. Ah nein, aber jetzt kommen die Goblin Knife. Ja, also die haben ja alle Messer, deswegen nennt man das im Englischen auch sehr, sehr gerne die Angriffstaktik. Nicht jetzt die Angriffstaktik, aber gerade mit den Kobolden Goblin Knife. Und wenn die ihre Messer wetzen, dann wetzen die auch richtig was weg. Also echt, ich kann euch diese Truppe nur an den Tag legen, wenn ihr wirklich billig farmen wollt, wenn ihr vor allen Dingen auch ein bisschen Spaß haben wollt, denn die machen wirklich Laune und können wir nochmal nachbauen, auch wenn wir jetzt ein bisschen was ausgeben. Auf einem Bein kann man nicht stehen, deswegen machen wir noch einen dritten Angriff, würde ich sagen, und dann sehen wir uns nach dem kleinen Heldendrecke, wir sind immer noch im Boost, auch wieder.
King oder Queen? King oder Queen? Das ist hier jetzt die Frage. Ei, ich weiß jetzt echt nicht, wie hier, aber ich glaube, die Queen ist schlimmer. Für das zumindest, was ich nämlich in der Clanburg habe. Und deswegen nehmen wir hier, glaube ich, die Queen-Seite. Das ist mir ein bisschen lieber hier. Da können die sich jetzt erstmal rum kümmern und einmal die Helden hier rein. Denn ich habe natürlich wieder besondere Sachen in der Clanburg. Und deswegen glaube ich, ist das jetzt gerade mal ein bisschen besser. Irgendwo müssen wir jetzt dann hier in die Mitte kommen, damit wir dann halt gewinnen. Und ich muss sagen, von dem bisschen, was wir jetzt an Boost haben, da ist auch immer ein bisschen Verschwendung bei. Also ein bisschen verschwendet man natürlich so ein bisschen bei der Suche und fast wieder den King verpennt hier. So ein bisschen verschwendet man natürlich immer ein wenig bei der Suche. Jetzt nehme ich hier mal meine Clanburg, die ist da gerade mal so ein bisschen geschützt. Und wo haben wir denn eigentlich noch? Ah, hier haben wir noch so ein bisschen was. Okay. Ah, nein, jetzt habe ich nur den einen Magier da, oder? Ah, jetzt habe ich da nur den einen Magier reinbekommen. Das ist natürlich ein bisschen dusselig. Das ist ein bisschen dämlich hier. Dann machen wir die Schweine mal ein bisschen schneller. Schneller in den Tod reiten, heißt es eigentlich immer. Dann machen wir die wenigstens und räumen hier jetzt noch mit den paar Kobolden die Außenlage ab. Ah, den dicken Pott kriegen wir da, glaube ich, leider nicht mehr in der Mitte. Ah, vielleicht doch noch. Mal gucken, vielleicht kriegen wir den ja doch noch. Da in der Mitte. Und ja, schade, 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 schade. Wo ist denn die Queen? Ah, Queen. Oh, die beiden sind ja noch da hinten. Auch nicht schlecht. Dann kriegen wir den dicken Pott hier am Rand ja doch noch, denke ich mal. Denn die Queen kann ich noch einmal zünden. Auch oh, fast hätte ich meinen Wut jetzt verballert. Die Queen kann ja noch einmal zünden hier. Da muss ich jetzt, glaube ich, jetzt die einmal in Wut bringen. Und jetzt nehme ich mal die vielen, vielen Bogenschützen noch mit. Die machen ja auch ein bisschen. Ah, mal sehen, ob die noch bis zu den Lager kommen. Das wäre natürlich wirklich super, wenn die mir das dicke Lager noch holen. Denn den Rest haben wir hier ganz, ganz gut weggekriegt. Jetzt gehen die erstmal nach außen. Labor hat nicht ganz so viele Trefferpunkte. Bogenschützenturm ist jetzt böse. Warum gehst du nicht als erstes auf das, was dich anschießt? Queen! Aber der Tesla. Nein, nicht der Tesla jetzt. Nein, er schießt nicht. Ostermassel. Haben wir nochmal Ostermassel gehabt hier? Wo gehen die eigentlich hin? Hier hinten aufs Lager? Okay. Haben wir nochmal Ostermassel gekriegt, dass der genau ein Feld zu weit weg ist. Der Tesla dort. Und ja, jetzt geht es aber drauf. Hier ein, zwei Kanonenschüsse. Das war es aber dennoch 89%. Ich glaube, das ist eine coole Sache hier. Und wie gesagt, so ein bisschen Zeit geht natürlich beim Suchen immer drauf. Oder halt auch beim Skippen. Oder ich sitze hier dann auch nicht die ganze Zeit. Mache die Truppe jetzt natürlich nach. Und damit ich euch nicht verarsche, wir haben drei Angriffe gemacht. Wir haben jetzt 3 von 10. Also das war jetzt nicht getürkt oder so. Ich habe das tatsächlich heute erst begonnen. Und mache das aber mal fröhlich weiter. Den haue ich jetzt mal durch hier, den Donnerbengel. Das Ganze mache ich dann heute Abend auch noch mit dem Alex-Account. Und ich hoffe, die Folge hat hier von den grünen Teufeln, hat euch ganz gut gefallen. Wir hatten mal wieder 2 CK-Angriffe hier von den Disables mit dabei. Ich hoffe, die Livestreams in der Woche und am letzten Wochenende, außer Sonntag, haben euch ganz gut gefallen. Ich war ja live ab oder seit wann war ich eigentlich live? Ich glaube, seit Mittwoch hatten wir Livestream gemacht, ne? Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag leider nicht. Und dann auch noch am Montag. Ich hoffe, das hat euch ganz gut gefallen. Ich habe ja immer schon mal gesagt, wenn ich ein bisschen Zeit habe und sowieso am Clashen bin, dann mache ich das ganz gerne mit euch. Ich hoffe, ihr kommt gut in die Woche rein. Die Woche ist auch wieder kurz. Ist auch nicht schlecht. Bis dahin, euer Toto. Clasht.